wir leben mit dem Baum. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und der gehört einfach dazu. Das ist wunderschön, wenn ich morgens aufstehe und gucke auf die Linde, dann geht mir's gut. Ich kenne den Baum, da war er noch ein bisschen größer. Und ich weiß, dass die Dorflinde ist und ich fand die schön. Ich habe mich natürlich geärgert, als die irgendwann die Linde gestutzt haben. Aber da hat sich jeder geärgert. In Darmstadt leben ca. 39.000 Bäume, die nicht nur das Stadtbild verschönern, sondern auch wichtig für das Klima und heimische Tiere sind. Bäume kühlen im Sommer, produzieren Sauerstoff und spenden Schatten. Allerdings war der letzte Sommer sehr heiß und trocken, was vor allem den jungen Bäumen zu schaffen machte. Aufgrund solcher Dürreperioden verlieren Bäume früher ihre Blätter, sind einsturzgefährdeter bei Stürmen oder sterben ab. Also wir hatten einen sehr extremen Sommer in diesem Jahr. Der war extrem trocken, er war auch teilweise sehr heiß. Und es sind uns einige Bäume kaputt gegangen. Wie viele, das können wir im Moment noch nicht abschätzen, weil wir müssen jetzt erstmal warten, was im nächsten Jahr wieder austreibt. Aber es sind dieses Jahr erkennbar schon einige vertrocknet. Nur die Bilanzierung, die werden wir im nächsten Frühjahr erst machen. Sie sind abgestorben oder teilweise abgestorben. Sie waren geschwächt, also die Nährstoffversorgung, die Wasserversorgung war nicht ausreichend. Wir hatten danach den Sturm Fabienne und dann sind viele auch im Sturm umgefallen, weil sie einfach die Kraft nicht mehr hatten, irgendwie dem zu trotzen. Also die Bäume haben ja eine Wohlfahrtswirkung. So, sie erhöhen ja die Lebensqualität, sie sorgen für frische Luft, sie kühlen das Klima ein bisschen runter. Jedenfalls, wenn es richtig große Bäume sind, alte Bäume sind, die noch voll vital sind. Das ist die eine Wohlfahrtswirkung und ansonsten ist es natürlich schon so, dass Bürgerinnen und Bürger, wenn es den Bäumen nicht so ganz gut geht, schon aufpassen müssen, dass von den Bäumen keine Gefahren ausgehen. Also es kann dann zu spontanen Astbrüchen kommen oder trockene Äste sich bilden, die dann runterfallen. Oder es kann auch schon mal zum Baumsturz kommen. Also wenn die Bäume geschwächt sind, dann gehen davon natürlich auch Gefahren aus. Ziel ist es, sich dem Stadtklima anzupassen, um es dadurch zu erhalten oder sogar zu verbessern. Dabei soll Wasser eingespart werden, indem gezielt Bäume und Grünflächen bewässert werden, die es besonders nötig haben. Dadurch wird die Bewässerung effizienter und die Bäume in Darmstadt leben länger. Je mehr Menschen sich also beteiligen, desto wahrscheinlicher ist es, dass unsere Bäume erhalten bleiben. Grundsätzlich bewässern wir nur Jungbäume bis zum 5. Standjahr. Während wir sonst üblicherweise 3 bis 4 Mal im Jahr Bäume wässern, also auch die Jungbäume bewässern, war es diesmal doppelt so hoch. Also wir haben 8 Bewässerungsgänge durchgeführt und zusätzlich haben wir teilweise ganze Anlagen gewässert, also wie zum Beispiel die Albert-Schweitzer-Anlage. Jeder Reviermitarbeiter, den wir da draußen haben, hat in diesem Sommer fast nichts anderes gemacht als gewässert. Wie funktioniert also eine intelligente Bewässerung mithilfe der Digitalisierung? Stadt- und klimarelevante Flächen werden mit Bodenfeuchtesensoren ausgestattet. Diese zeigen den Feuchtegehalt und die Fruchtbarkeit eines Bodens an, wodurch Bewässerungsmaßnahmen gesteuert werden können. Die Messdaten werden sowohl an das Grünflächenamt weitergeleitet, als auch den Bewohnern über eine Website jederzeit zugänglich gemacht. Mit LoRaWAN, ein Projekt der Digitalstadt Darmstadt, können die Daten über Funk erfasst werden. Weiter können die gesammelten Informationen helfen, ein Bewässerungssystem für die ganze Stadt zu entwickeln. Ich finde das im Prinzip eine gute Idee. Ich habe das ja in Würzburg auf der Landesgartenschau auch gesehen, dass sie das gemacht haben, so punktuell, und haben die Daten dann auch für die Bevölkerung sichtbar übertragen, sodass auch die Bevölkerung wusste, den Bäumen geht's gut, den Bäumen geht's schlecht, die sind ausreichend oder nicht ausreichend versorgt. Die Idee finde ich schon gut. Wenn's noch, und es wird mehr so Sommer geben, die Hunde trocken sind. Da muss man irgendwas machen, bevor so schöne Bäume wie die hier eingehen, muss man die irgendwie schon bewässern. Ja, also da müsste viel mehr Leute mitmachen. Thank you.
Musik.